Servus Leute, zurück zu Magic 2015. Wir sind immer noch dabei, in Ravnica herauszufinden, wer hier der Boss ist. Wer ist beim Erkunden der Bossgegner? Bist es du? Ja, scheinbar ist es der. Irgendwann findet alles den Weg in die Abwasserkanäle von Ravnica. Auch Hinweise. Doch dafür musst du dich den Gefahren stellen, die dir hier drohen. Scheinbar ein Rattendeck. Ziemlich geiles Artwork. Ich liebe diesen lila Ton. Sieht man ja auch beim Video, bei den Thumbnails. Ich weiß nicht, das gefällt mir. Ja, Kartenhand behalten, okay. Dass mein Gegner anfangen kann, ist unbegreiflich. Das ist unfair. Ausplündern. Ausplündern. Falls du eine Kreaturenkarte mit Ausplündern in deinem Friedhof hast, kannst du zu jeder Zeit, zu der du auch eine Hexerei wecken könntest, und diese Karte ins Exil schicken. Meine Anzahl plus an. Auf eine Kreatur. Wow! Nice. Netter Effekt. Ups. Da habe ich mich verklickt. Eigentlich wollte ich ein Gebirge auswählen. Aber dann hat sich der Wald dazwischen Mist. Na gut, dann halt nicht. Golgari müsste eigentlich grün-schwarz sein. Ratten. Rattendecks, in Magic. Habe ich früher auch mit einem Rattendeck gerne mal experimentiert, weil es da Ratten gab. Die man recht stark machen konnte. Beziehungsweise in der Masse. Normalerweise kann man ja viermal eine Karte in einem Deck haben, aber bei Ratten gab es ein paar, die hatten extra einen Text drunter, diese Karte kann unendlich mal in einem Deck drin sein. Oder für die gilt das nicht. Opfer eine andere Kreatur und das kriegt leider. Was? Ach so, der hat sie geopfert. Schickt die ins Exil und macht die stärker. Nice. Hat jetzt Todesberührung. Und das ist eine 3-3. Aber ich habe schon eine Idee. Ich habe eine Idee. Abhängig davon, ob er jetzt blockt oder nicht. Ausgezeichnet. So. Oder? Nein. Ich vernichte alles und jeden. Groll der Götter. 3 Schaden für jede Kreatur. Und sie werden ins Exil geschickt. Heißt nix hier mit deinem Friedhof rumspielen. Ah, gut. Anscheinend habe ich ihm da das Handwerk gepfuscht. Oh, das kann ich jetzt auch gut nutzen. Ich nutze sowohl diese Karte. Ah, nein, ich kann die Bonuskosten nicht zahlen. Na gut, dann halt nicht. Dann brauche ich ihn auch nicht unbedingt im Deck, im Spiel. So, mein Gegner hat viel Mana, kann aber mit dem Mana anscheinend nichts anfangen. Oh, Sieg der Wildheit. Und jetzt kann ich die Bonuskosten zahlen. Dann kommt er mit einer plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zugs und beide kriegen eine. Und der kriegt auch noch plus 1, plus 0. Dann kann ich direkt mit beiden für 5 Schaden den Gegner angreifen. Okay. Was kann der Rattenmeister sonst noch? 6 Mana, der muss doch irgendwas drauf haben. Okay. Der macht mir absolut keine Sorgen. Den kriege ich mit einem Bodenangriff los. Im Dreck ertrinken. Bestimme eine Kreatur deiner Wahl. Lege die obersten 4 Karten deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Dann erhält diese Kreatur für jede Länderkarte in deinem Friedhof minus 1, minus 1 bis zum Ende des Zugs. Bitte auf meinen Goblin. Gut.
Schlecht. Ein Land kam genau dadurch. Das ist kein Problem. Das ist perfekt. So, schön gemischt. Übrig lassen. Und jetzt kann ich mit einem Bodenangriff diese Kreatur vernichten. Geil. Und ich schwinge mir für 2 Schaden. Der Golgari hat nur eine Karte auf seiner Hand. Hat er irgendwas mit Ausplündern? Nein. Er kann also seinen Friedhof mit Ausplündern nicht nutzen. Das ist schon mal gut. Aber er zieht. Was zieht er? Und was hat er noch auf der Hand? Ich hätte noch einen Bodenangriff. Oh, da hat er was mit Ausplündern. Eine Kreatur, die mich aber nicht stört. Ziehe ich mal hier mehr Mana. Ja, 2 Wälder. Schwupp. Spiel in einen Wald. Schwupp. Und du die Vampirin ausspielen. So, kann ich mit meinen Kreaturen angreifen und mein Gegner kann vermutlich nichts dagegen ausrichten. Seine 1-1. Ja klar, das Ausplündern. Lästig. Aber. Der wird jetzt seine 3-3. Die nächste Kreatur, die er spielt, kann er damit pushen, aber der Bodenangriff verursacht jetzt schon 7 Schaden. Da kann ich... die Kreatur der Welt hält -4, -2. Zumindest so. Ja, damit kannst du nur die töten. Die anderen haben kein Problem damit. Und ich habe gewonnen. Oder? Nein. Schade. Oder? 3. Nein. Schade. Ich habe überlegt, wenn ich 2-mal pushe, dann. Nein. Dann hätte er 8, dann 10, 1 fehlt. 1 Schaden hätte gefehlt. Aber so werde ich auf jeden Fall im nächsten Zug vermutlich gewinnen. Das Gute ist sogar, dass ich noch genügend Mana übrig habe, falls er wieder sowas mit dem Minus bis zum Ende des Zugs machen will. Countern kann. Mit +3, +3 bis zum Ende des Zugs. Sumpftarnung. So ein Pech aber auch, dass ich keine Sümpfe besitze. Bei Sumpftarnung kann ein Gegner nicht blocken, wenn er selbst Sümpfe besitzt. Das ist hier nicht der Fall. Ich muss gar nichts spielen. Hab gewonnen. Selbst wenn er die 5-5 blockt. Ändert das nichts an der Tatsache, dass ich den Golgari besiegt habe. Neuer Boosterpack von Frankshire. Ich glaube, der war auch der Boss von Ravnica. Nice. Das, was beim Karneval gespielt wurde. Golgari, ja. Belagerungswurm hat einberufen. Das ist eine Überlegung wert, wenn man Kreaturendeck spielt. Aha, Goblins, ja, Schattenmagier. Geschätzter Fund. Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, erhalten plus 1/+1. Das ist eine Überlegung wert. Und Riesen der Palisaden. Aller Schaden der dir oder einer anderen bleibenden Karte, die du kontrollierst, zugefügt würde. Stattdessen der Riesen der Palisade zu. Über die habe ich ja schon mal geredet. Welchen Sinn oder Unsinn sie hat. Ist ein interessanter Mechanismus, aber nicht wirklich spielbar, finde ich. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir, glaube ich, auf Jace los. Ciao und Like nicht vergessen.